Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Rot. Nun ist es Folge Nummer 32. Ja. und wir sind immer noch irgendwie so auf dem halben Weg Richtung der neuen Stadt irgendwie und ja, haben noch einige Trainerkämpfe vor uns. In der letzten Folge sind wir ja hier quasi weitergelaufen, wo wir jetzt gerade sind. Und sind von der, ja, von rechts oben aus der Stadt aus Lavandia, wo wir das Relaxo und so gefangen haben, sind wir ja wieder weitergegangen. Ja, und noch habt ihr gerade gesehen auf der Karte, ist es ein bisschen Weg, den wir auf uns nehmen müssen. Ja, dann würde ich einfach sagen, ich mache einfach weiter, ohne lang zu fackeln, damit wir mal langsam weiter bzw. durchkommen. Ja, dann viel Spaß, würde ich sagen. Tipps für Trainer. Schaue links neben dem Pfosten. Ja, links ist hier. Aber erstmal werde ich angegriffen. Und wieder schön Vogel-Pokémon. Meine Vogel-Pokémon begleiten mich immer. Vogel-Pokémon ist natürlich gut für unser Blitzer. Ich glaube, das ist immer noch nicht auf erster Stelle. Das sollte ich gleich echt mal ändern. Ich wollte nämlich ständig immer das Blitzer umgetauscht haben an erster Stelle, weil hier so viel Vogelkram rumrennt. Ja, dann machen wir mal wieder Donnerschock. Das sind eh nur noch 4 APs oder so, das heißt, ich brauche das Blitzer schon gar nicht mehr nach oben zu machen. Das heißt, die ja, Elektroattacken sind eh bald aufgebraucht. Ui, und Level 34. Das ist ja ein guter Start. Ja, das passt doch. Ein Tauboga wird in den Kampf geschickt. Nein, wir wollen nicht wechseln. Und wieder Donnerschock. Weil es so schön ist. Und wieder mit einem Schlag weg. Nö, wollen wir nicht wechseln. Wir bleiben noch dabei. Ich muss mal schauen, wie viel AP ist. 3 Stück haben wir noch. Jetzt sind schon noch 2. Dann muss ich ja auf ein anderes Pokémon wechseln. Macht ja dann erstmal keinen Sinn mehr, leider. Oh, ein Ibitak. Mit der Zottelmähne. Hat er schon eine üble Zottelmähne, das Ibitak. Schicke Frisur. Oder wie auch immer. Cool, der hat 900 gegeben oder so. Erfahrungspunkte. Die Luft ist raus. 650 Poké-Dollar. Links neben dem Pfosten. Ah, dann ist es hier gemeint. AP Plus erhalten. So. Ich denke mal, das Item behalte ich erstmal noch. Für ja, die späteren 10er-Attacken, die man nur mit 10 APs und so dann haben. Dass ich da dann irgendwas mit 2 erhöhe. Ja, die haben wir schon bekämpft. Den da oben haben wir auch. Frage ist, habe ich dich schon? Den habe ich auch schon. Ja, dann sind wir ja hier in diesem kleinen Labyrinth ja schon mal durch. Das ist doch schön. Ja, dann gehen wir weiter nach unten. Hast du einen Vogel-Pokémon schon das Fliegenblei gebracht? Ja. Und Tauboga hat Fliegen. Vogelfänger möchte kämpfen und nimmt wieder ein Habitak. Ich weiß halt nicht, ob der Flug kann, aber nee, Nebulak wäre eher eh Blödsinn, wenn ich mit dem jetzt kämpfen würde. Wir nehmen mal zur Abwechslung Bisaflor. Na, dann machen wir mal Zerschneider. Na, Angriff wird gesenkt. Dann nehmen wir mal Rankenhieb. Und dann dürfte er weg sein. Ja, sauber. Obwohl es nicht effektiv ist. Und hat 34 erreicht. Cool.
ein Dodo kommt in den Kampf. Nein, wir wollen nicht wechseln. Auch wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, weil die Attacken nicht effektiv sind. Aber nun gut. Furienschlag. Mal sehen, wie oft es trifft. Dreimal. Viermal. Ja, also Maximum fünfmal. Gucke ich gleich mal, dass ich, glaube ich, lieber Zerschneider benutze oder so. Drankenhieb, das macht nicht viel Sinn. Ja, jetzt hat es auch funktioniert. Sauber. Noch ein Ibitak. Wir bleiben erstmal bei Bisaflor. Und ein Tackle. Tackle bringt ja gar nichts. Dann bleiben wir bei Zerschneider. Verteidigung sinkt. Hoffentlich macht er keine normalen Angriffe. Mäh, ich benutze der Zerschneider. Mäh, jetzt macht er wieder Zerschneider. Dann macht er mich mit meiner Attacke quasi so gut wie kaputt. Mäh, Furienschlag. Nicht gut. Nein, und er kriegt ihn nicht kaputt. Jetzt aber. Und er macht daneben, das ist nicht zu fassen. Nein. Gott sei Dank nur ein Heuler. So, und ich darf nicht daneben hauen, bitte. Boah. Gott sei Dank. Das war ja jetzt Glücksfall wieder mal. War das eine Bruchlandung? Und 700 Knete. So, hier war, glaube ich, nichts, ne? Kein verstecktes Item. Route 14, Westen. Fuxania City. Na, da wollen wir hin. In Prismania City kann man TM kaufen. VM besitzen allerdings nur wenige Personen. Ja. VMs sind wirklich sehr selten zu bekommen. Wir haben als Trainer Glück, dass wir sogar diese seltenen VMs bekommen können. So, das heißt, Garados und sein Eisstrahl muss ran. Genauigkeit sinkt. Na, dann Eisstrahl. Und geht daneben. Juhu. Wirbelwind funktioniert nicht. Ich bin kein wildes Pokémon. Und wieder daneben. Nicht zu fassen. Na, mal gucken, ob es jetzt funktioniert mit dem Eisstrahl. Na, Attacke ist sehr effektiv. Wenn sie dann mal trifft, dann läuft's ja. Ein Ibitak möchte er in den Kampf setzen. Dann komm mal ran, dann kriegst du auch direkt einen Eisstrahl und weg. Oder auch nicht. Geht natürlich schon wieder daneben. Echt schlimm manchmal. Wieder daneben. Der Eisstrahl mag mich gerade nicht irgendwie. Der Eisstrahl hat mir die lieb. So, jetzt hau rein. Geht doch. Jetzt habe ich nämlich keine APs mehr und das Ibitak steht immer noch quasi. Oh, 1006 Erfahrungspunkte gekriegt. Nice. Oh, so ein Mist. 725 Geld bekommen. So, hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Jedenfalls nichts mehr, was man so verstecktes Item nennen kann. So, erstmal tauschen. Ich denke mal, ich mache erstmal Kadabra nach oben, weil der am unversehrtesten von allen ist. Weil es kommen nämlich jetzt noch die ein oder anderen Kämpfe auf uns zu. So, erstmal hier das Schnuckelchen nehmen. Wir kommen öfter her, weil es hier so unglaublich viel Platz gibt. Na, dann mal los. Auf und
ja, davon oder so. Baika möchte kämpfen und nimmt ein Smogon. Was machen wir dann mit dem Kadabra? Psychokinese lasse ich mal. Nehme ich erstmal normal. Mit den meisten APs. Reicht sogar dickend. Ach ja, armer Kadabra ist ja paralysiert immer noch. Ist natürlich Mist. Ein Schleimock? Na, sehr effektiv. Und den Trainer schon besiegt. Ganz schnell geht das. Kurz und schmerzlos. Genauso denke ich mir das nämlich gerade auch. Hast du schon von den legendären Pokémon gehört? Keine Ahnung, weiß ich das? Vogelfänger möchte kämpfen und nimmt ein Po-Ente. Eine Po-Ente. Ja, dann machen wir wieder einfach das zweite von oben. Agilität. Innet nimmt zu. Innet ist quasi dafür da, ist einer der Werte, wer als erstes anfängt quasi. Das ist Initiative und Initiative, also der, der die höhere Initiative hat, der fängt den Kampf quasi an. Also das heißt, wenn Kadabra hat eigentlich eine relativ hohe Init, eigentlich, und ist in den meisten Fällen am Anfang, aber es gibt halt Pokémon, die haben auf selben Level halt höhere Init. Wir haben jetzt hier zum Beispiel 98. Ja, man kann eigentlich von ausgehen, dass Kadabra fast immer anfängt. Daher, Init ist für Pokémon eigentlich sehr, sehr gut. Also wer als erstes angreifen möchte, immer sollte sich ja auf die, an die Init halten. Dass man halt hundertprozentig immer der Erste ist, der halt auf jeden Fall angreift. Ja, das kann manchmal schön Leben retten. Aber ich achte da eigentlich nie so drauf. Ich gehe immer meistens auf die Angriffe bzw. auf die Angriffswerte und auf die Def-Werte bzw. auf die Attacken des Pokémons auch. So, wer was früher kriegt oder so. Und hier im roten Teil habe ich eh so meine Standard-Tierchen. So, da kann man eh... Besonders Kadabra und Gyarados sind so die Top 1 bei mir, die ich in meinem Team habe, daher... Ja. Vogelfänger sagt, warum habe ich verloren? Frag mal mein Kadabra, im schlimmsten Fall. Ja, hier haben wir das auch durch. Oh, hier haben wir nochmal drei Leute auf der anderen Seite. Ein Pokémon-Kampf, cool. Leg los, Kumpel. Okay. Machen wir. Baika möchte kämpfen. Na, Kampf war wieder Konfusion. Nee, paralysiert, ich kann nicht angreifen. Oh, Menno. Na, effektiv. Und weg vom Fenster schon wieder. Möchten wir das Pokémon wechseln? Nein, wir bleiben dabei. Ein Schleimer. Schleimer wurde besiegt und der Baika gleich mit. Baika sagt, voll erwischt. Jo, das stimmt. Und wieder schön Geld. Nehmen wir den direkt auch noch mit. Sehr gut, ich brauche einen Zeitvertreib. Aha, ich möchte aber kein Zeitvertreib sein, du. Eigentlich. Also nicht so zwingend jedenfalls. Wieder ein Schleimer. Das kommt eigentlich ganz gut jetzt, wo Kadabra quasi der ist, der Hauptangreifer ist. Es ist wie mit den Vogel-Pokémon vorhin.
Oder halt auch in den letzten Videos mit dem Blitzer, das war natürlich perfekt. So konnte ich das Blitzer dann auch ein bisschen leveln. Aber ja. Kadabra, wie gesagt, muss ich eigentlich nicht leveln, aber wenn er eh alles One-Hit macht, dann passt das schon. Na, einen haben wir noch. Noch einen Smogon. Möchten wir wechseln? Nein. Konfusion. Volltreffer. Attacke ist sehr effektiv. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, 684 Erfahrungspunkte wieder bekommen. Das ist ja schon mal ordentlich wieder. Du hast mich besiegt. Ja. Oh Mann. Nee, ich bin eine Frau. Also, oh Frau, bitte. Ja, hier könnte man auch noch Pokémons fangen. Ich weiß gar nicht, ob hier auch so ein Item oder so irgendwie noch da rumfliegt, da oben. Muss ich mal gerade gucken. Nö, kein Item. Sein kann, dass da so ein Pokébällchen rumfliegt oder so. Und hier haben wir auch kein verstecktes Item. Na, hier rechts waren wir ja durch, ne? Auch hier unten. Na, dann nehme ich erstmal den hier. Und nehme dann den Biker oben. Ich will nicht unbedingt, aber lass uns dennoch kämpfen. Na, warum will er denn trotzdem kämpfen, wenn er eigentlich keine Lust hat? Soll das so lassen? Ne, würde ich mal so sagen. Ich meine, mit der Einstellung ist klar, dass er verliert, ne? Wenn er dann noch gegen meinen Kadabra angehen muss. Oh oh. Dann ist eh Ende, wollte ich sagen. Und es wäre fast dann noch mein Ende gewesen. Boah, Schnabel ist nämlich auch eine fiese Attacke. Besonders weil Kadabra halt keinen guten Basic-Def hat halt. Könnte also mit Ibitak, Habitak so übel sein wie mit Radikal. Macht auch gut Schaden. Und das wahrscheinlich jetzt auch. Oh. Nicht nochmal bitte. Boah, was für ein Glück wieder. So ein Glück kann wieder nur mir passieren. Ja, ich werde Kadabra jetzt einfach voll heilen. Top-Trank. Da bleibt jetzt leider nichts aus. Ich weiß halt nicht, ob jetzt noch mehr Vogel-Pokémon kommen. Dann hätte ich gesagt, ich mache meinen Blitzer jetzt auch nochmal schnell mit einem Trank voll. Was hier für die ganzen Vogelviecher vielleicht praktischer wäre, als einen Kadabra zu nehmen. Besonders mit dieser blöden Paralyse da ständig. Da kommt man halt auch nicht mit voran. Na, habe ich jetzt schon den Trank anscheinend umsonst ausgegeben. Oh, er greift mal an. Und macht ihn nicht kaputt. Nehme ich mal ausnahmsweise Genesung. Eigentlich benutze ich den Skill gar nicht. Aber in diesem Falle ist Genesung mal gar nicht so schlecht. Ich sehe auf jeden Fall besser als die Attacke von Relaxo, wo der dann auch am Pennen ist, also in den Schlafzustand reingeht. Gut, Kadabra Level 40. Läuft ja. Vogelfänger wurde besiegt. Ich wusste, ich würde verlieren. Ja. Der hat wahrscheinlich in meine Hosentasche gespickt, in die Pokebälle rein oder so. Der wusste, was auf ihn zukommt. Los, los, lass uns kämpfen. Auf in den Kampf, los. Go, 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 Herr Biker. Oh, 4 Pokémon. Und wieder ein Smogon. Na, da ist Kadabra ja wieder richtig. Richtig am Platz. Na, der hat schon mal eine höhere Init, so wie es ausschaut. Weil der anfangen durfte. Na, Kadabra wieder schön Erfahrungspunkte abgeluchst. Nee, wir wollen nicht. Pokémon wechseln. Nein. Nein, nein. Bitte angreifen. Dankeschön. Weil ich kann mir nämlich nicht erlauben, dass, ja, dass wir noch verlieren auf dem Weg dahin. Aber eigentlich sollte es jetzt funktionieren.
In der Paralyse ist halt nur gefährlich, dass er dann zwischendrin dich angreift und so. Das ist dann schon, unschön. Aber nun gut, ich will jetzt auch nicht den ganzen Weg wieder zurück, weil wir schon relativ weit sind hier auf dem Weg. Daher, ja, bleibe ich erstmal hierbei. Ja, und besiegt. Juhu. Mausi besiegt Biker. Arr, hau bloß ab. Jo, danke. Ich will auch weiter. So, ich gehe jetzt hier oben durch. Nein, nicht Kadabra. Brauchen dieser Flor. So, Zerschneider. Blim. So, weil hier oben sind nämlich später noch Items und andere Leute zum Kämpfen und blub. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal die Karte, wie weit wir jetzt schon oder erst sind. Sagen wir es mal so. So sind wir jetzt. Wir sind also ganz nah an der neuen Stadt, wo wir hin müssen. Ja, leider in dem Part haben wir es noch nicht ganz geschafft, aber schon ordentlich was. Ja, auf jeden Fall sind wir schon gut vorangekommen. Man sieht es ja, dass ich mit der Karte relativ dicht an der Stadt bin. Und ja, hier werde ich dann auch erstmal wieder einen kleinen Cut machen. Ihr wisst ja nun, dass es nicht mehr weit ist. Hihi. ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen, meine Lieben, und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Pokémon-Folge wieder. Ciao!